Amen. Preis den Herrn, ihr könnt euch setzen. So, heute geht's weiter mit der Offenbarung und wir planen zum Ende zu kommen, zum letzten Kapitel zu kommen. So, müssen wir sportlich loslegen. Wir haben für die Technik eine kleine Planänderung. Wir beginnen doch noch aus dem 19. Kapitel heraus. Ganz kurz nochmal als Übergang. Ja, kannst du das dann gerade machen? Ne? Bitte habt Geduld. Preis Gott. Offenbarung 19, angefangen Vers 19 bis 20. Und das ist der Kampf, wo alle Nationen gegen den Herrn kommen, gegen Israel eigentlich kommen. Und dann wird der Herr sich offenbaren und gegen den Antichrist kämpfen, gegen die Nationen kämpfen. Und der falsche Prophet wird hier mit dem Antichristen wird hier für 1000 Jahre in den feurigen Pfuhl geworfen und alle anderen wurden erschlagen. So, und das ist eigentlich die Summe von dem Ganzen. Das ist lustig. Wieso das? Akku leer oder was? Nee, der ist voll. Ja. Komisch. Schwarz. Der Teufel hat es nicht gerne, wenn man davon redet, dass der Herr ihn in den feurigen. Ich lese dann einfach die Verse mal vor, vielleicht klappt das dann in der Zeit. Die Verse 19 bis 21 wären das dann. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte, und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Preis Gott, das wollte ich lesen, jetzt auf einmal geht's wieder, aber haha. Der Herr hat gesiegt. Amen. Da gibt es keine Waffe, die gegen ihn bestehen kann. Und auch mit Israel hat er das letzte Wort. Und ja, er hat ja alles schon bereitet. Er hat sogar das Ende bereitet. Preis Gott für den Teufel und seine Engel. Und wir müssen nur gucken, dass wir das nicht verpassen, was der Herr für uns bereitgestellt hat. Amen. Interessant finde ich auch, es heißt hier, er hat sie beide lebendig, wurden diese beiden direkt in den Feuersee geworfen. Und das Tier, also der Antichrist, ne, und der falsche Prophet, die sind nicht in der Hölle gelandet, die sind direkt in dem Feuersee gelandet. Also es gibt verschiedene Orte des Gerichts, die der Herr vorgesehen hat. Wir haben einmal die Hölle. Wir sind keine Katholiken, um das gleich klarzustellen, wir reden nicht vom Fegefeuer, wo die Leute sozusagen dann nochmals in diesem Feuer geläutert werden können und durch die Gebete der Angehörigen können sie wieder herauskommen und du bezahlst dem Priester noch ein bisschen was, hat man ja früher auch gerne gemacht, dass er für Ablassbriefe und so weiter und dass die dann für dich beten oder für den Verstorbenen beten und diese Person hat dann doch noch die Möglichkeit, da herauszukommen und dann eines Tages im Paradies zu sein. Das ist Blödsinn, das lehrt die Schrift nicht. Aber was die Schrift lehrt, ist, dass diejenigen, die in Sünde sterben, dass jetzt hier auf dieser Erde, die in Sünde sterben, dass die wohin gehen? Sie gehen zuerst mal direkt an den Ort der Bestrafung, die Hölle. Und diejenigen, die in dem Herrn entschlafen sind, die sozusagen, wenn einer von uns, der ist wiedergeboren aus Wasser und Geist, lebt richtig, alles ist wunderbar, der Herr ist noch nicht gekommen und wir versterben natürlichen Todes oder wie auch immer, was für eine Ursache das sein mag, wir versterben, dann sind wir, unsere Seele ist dann im Paradies, ist dann bei dem Herrn. Wir haben noch keinen verwandelten Leib, aber wir sind schon in einem Ort, in einem Paradies bei dem Herrn. Wenn dann die Entrückung der Gemeinde stattfindet,
dann wird unser Leib, der begraben worden ist oder der durch Feuer verbrannt worden ist in einem Unfall oder was auch immer es sein mag, dieser Leib wird verwandelt werden und unsere Seele mit diesem verwandelten Leib wird eins sein und dann sind wir bei dem Herrn, nicht nur in Form von unserer Seele. Nur damit das vielleicht mal verstanden wird. Und die hier sind direkt in den Pfuhl, in den Feuerpfuhl, in den Feuersee, wie wir es auch gerne als sagen, geworfen worden. Und da sind sie schon drin. Satan ist da, Luzifer selbst ist da noch nicht drin, aber der kommt noch dahin. Keine Sorge. Wird nicht lange dauern. Genau. Der kommt da noch dahin. So. Und dann geht es weiter in das nächste Kapitel, das tausendjährige Reich. 20. Kapitel, Vers 1. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Alles in einer Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, mit der anderen Hand. Das ist der Teufel und der Satan, fesselte ihn für 1000 Jahre, warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn. Ja, der kann klopfen, wie er will, der kommt nicht raus. Preis Gott. Und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen solle, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Ja. Interessant ist, in den ersten Versen, die wir da jetzt gerade gelesen haben, ist den Schlüssel zum Abgrund. Also es gibt für alle einen bestimmten Ort, wo Strafe zum Beispiel stattfindet oder wo auch Geisteswesen gebunden werden können. Es sind auch bereits schon gefallene Engel im Abgrund und so weiter, die dort festgehalten werden. So gibt es geistliche Bereiche, Orte, in denen auch Geisteswesen gebunden, gefesselt werden, in Ketten gelegt werden und sie sind dort gefangen und kommen dann nicht heraus, weil es der Wille Gottes auch ist. Und wir sehen, dass dieser Abgrund, dieser Abyss, dieser unendliche Abgrund, in den der Teufel Luzifer hineingeworfen wurde, mit Ketten gebunden. Das heißt also, er hat keine Macht, er kann da nichts tun, er ist handlungsunfähig in diesem Loch sozusagen, das ein bodenloses Loch ist, und ist dort in dieser Finsternis absolut gefangen. Und das ist aber auch schon eine harte Strafe für ihn. Das ist, wenn du dir überlegst, er selbst hat keinen Zugang mehr zu irgendjemand. Er ist komplett isoliert. Er ist isoliert von Gott, von dem Göttlichen. Er ist von allem isoliert, komplett. Und das hier jetzt für 1000 Jahre. Das heißt, es wurde versiegelt obendrauf, dass er nicht heraus kann, und dass auch niemand von oben wiederum diesen Abgrund öffnen könnte, sodass er herauskommen könnte für diese Zeit, die der Herr vorgesehen hat. Und was ich auch noch kurz sagen wollte, das kann man auch mal anders zeigen. Und zwar, hier ist nämlich die Rede von dem Drachen, die alte Schlange und so weiter. Und die Rede hier ist nur von einem, es ist von Luzifer, der hier in verschiedenen Formen beschrieben wird. Und das ist ähnlich. Hier sind jetzt, der Luzifer besteht nicht aus 4, 5, 6 Persönlichkeiten. Es ist einer. Und der hier nur mehrfach beschrieben worden ist, in mehreren Arten und Dingen, wie es sich gibt, wie seine Rollen auch sind. Und so ähnlich ist es auch beim Herrn, wenn wir Aussagen haben wie Gott und das Lamm Gottes. Damit ist das ein und selbe Wesen gemeint, Gott. Und wir werden Gott sehen und erkennen durch das Lamm Gottes. Damit ist gemeint, dadurch, dass er sich eine Gestalt gegeben hat, Gott hat sich eine Gestalt gegeben und durch diese Gestalt können wir ihn sehen. So, hier nur nochmals wollte ich das nochmal sagen, weil die anderen, die Leute mit der Dreieinigkeit und so weiter, die versuchen ja immer dann, wenn es um den Herrn geht, irgendwie zu sagen, ja, hier ist der Vater, hier ist die Person des Vaters, des Heiligen Geistes und so weiter. Das ist aber nicht damit gemeint. Und so sehen wir es auch hier in dem Fall jetzt von dem Teufel selbst. Das ist, hier geht es um ein einziges Wesen. Ja. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt hier. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Willst du zuerst? Ja. Ja. Aber das ist nach den 1000 Jahren. Ja.
Okay, Vers 4, und ich sah Throne und sie setzen sich darauf. Das ist jetzt, was hier auf der Erde passiert. Ja? Nach Armageddon, und da sind ja noch Menschen am Leben, Heiden wie Juden. Und ich sah Throne und sie setzen sich darauf und ihnen wurde das Gericht gegeben. Die Throne hier, denke ich, ist die Gemeinde, sind auch die Jünger Jesu, denn der Herr hat ja gesagt, ihr werdet auf Thron sitzen und Israel richten. So. Und ich denke, dasselbe ist auch mit den Heiden. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um das Zeugnis von Jesus und um das Wort Gottes willen und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Ich greife nochmals kurz zurück. Danach muss er losgelassen werden in eine kleine Zeit. Wir haben geredet von dem 1000-jährigen Reich, in dem der Herr regiert, wir regieren mit ihm und so weiter. Und das sind einige Nationen und Völker und so weiter, die auf dieser Erde leben, sagt ja uns ja auch die Schrift. Und warum muss er wieder losgelassen werden? Warum? Ja, die Sündhaftigkeit der Menschen, die dann auf dieser Erde noch leben, nicht die Braut Christi und so weiter, die da zurückkommt mit zum Regieren, sondern die Völker, die das Mahl nicht angenommen haben, die das Zeichen nicht angenommen haben, die verschont worden sind, die nicht in den Krieg nach Armageddon gezogen worden sind und so weiter, die noch auf dieser Erde übrig geblieben worden sind, die durch diese ganze Trübsalzeit uns überlebt haben und noch da sind, vereinzelt, sind aber Menschen, die haben die Sündhaftigkeit immer noch an sich. Und das wird nicht entfernt sein, weil sie Menschen sind, die auf dieser Erde wohnen. Und die werden auch in dieser Zeit noch Nachkommen haben. Die werden ebenfalls in einem sündhaften Fleisch geboren sein. All diese Nationen, auch die Juden, die das Mahl nicht angenommen haben und so weiter. Also das Volk, das irdische Volk, das hier noch lebt und die anderen Völker, die haben noch diese menschliche Natur und haben somit auch die Fähigkeit, selbst sündigen zu können. Und unter diesen Menschen, diesen Nationen, wird es bestimmt auch Menschen geben, die in ihrem Herz rebellieren werden, während die Heiligen mit dem Herrn regieren. Was werden wir tun? Wir werden, wenn wir dort mit dem Herrn regieren, in diesem 1000-jährigen Reich, dann ist es so, dass die Menschen, die dort leben auf dieser Erde, die müssen nach den Geboten und nach dem Wille Gottes leben. Und wir als diejenigen, die mit dem Herrn richten, wir sind da, um sicherzustellen und das zu beobachten und einzugreifen, dass Dinge richtig laufen. So, und jetzt ist es so, dass es wird einige geben davon, die das tun werden mit Freuden und werden begeistert sein, weil so eine Ruhe, so ein Frieden, das hatten sie nicht erlebt. Das kennen sie ja gar nicht. Und dann wird es aber andere geben, die trotzdem dann denken in ihrer Sündhaftigkeit, ich will es aber anders haben. Und dann nach den 1000 Jahren wird der Herr diese Menschen ein letztes Mal prüfen. Prüfen, ob sie nun treu sind oder ob sie nicht treu sein wollen. Und der Teufel wird sie dann herausfordern und wird sie alle verführen und er wird sie sammeln und wird sie dann gegen das Heerlager der Heiligen bringen. Er wird sie gegen Jerusalem führen, auch in dieser Zeit, dort, wo wir, die Heiligen, mit dem Herrn zusammen sind und wird dann gegen sie kämpfen wollen. Aber daher, nochmals, wollte ich das nur mal sagen, geht darum, dass diejenigen, die werden ein letztes Mal geprüft von dem Teufel. Und was auch Pastor Weihe gesagt hatte mit den Thronen, dass die dann da sind, die er gesehen hat, das ist die Gemeinde, die da mitrichten darf. Denn in 1. Korinther 6, Vers 2, das hat er auch angesprochen, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und die Schrift sagt uns im Alten Testament, er wird regieren mit einem eisernen Stab, in die Nation. Ja. So. Genau. Und das sind Schriftverse, die beziehen sich auf die 1000 Jahre auf dieser Erde. Mhm. Nachdem er sein Reich aufgerichtet hat und das Königtum von David, das er ja bestätigt hat, aufrichtet. Und dann wird auch die Schrift erfüllt werden, dass
der Messias oder der Herr auf dem Thron Davids sitzt oder um Israel regiert. Mhm. Und wir sehen auch hier, dass hier sind die Rede, diejenigen, die das Mahl nicht angenommen haben und so weiter. In Vers 4 ist das, die wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Und dann geht es ja weiter, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Und dann heißt es, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ja, Christus ist der Erste der Auferstehung, der Erstling, Erstfrucht und dann die Reihenfolge. Das heißt also, die Auferstehung, die erste Auferstehung ist nicht ein einmaliges Ereignis, wie manche es denken, sondern die erste Auferstehung beginnt und wird vollendet zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar hier. Es geht los mit zum Beispiel hier die Erstlingsfrucht der Ernte, das ist Jesus Christus, der ist der Erste, der auferstanden ist. In dieser Zeit der Auferstehung. Ist der Erste und er nimmt auch die Heiligen des Alten Testamentes und so weiter, hat er befreit aus dem Gefängnis und so weiter, hat er mit sich genommen. Und dann kommt die Haupternte zum Beispiel, das ist seine Gemeinde, das ist die Braut. Das ist dann das Ereignis der Entrückung, wie wir gesagt haben. Und dann haben wir noch sozusagen wie eine Nachlese, bei einer Ernte so eine Nachlese, und das sind die Heiligen aus der Trübsal. Viele, die auch als Märtyrer starben. Das ist unter anderem sind das die Juden, zu denen sich der Herr wieder widmet. Und wie gesagt, auch diese Märtyrer aus den einzelnen Nationen, die wir vorhin auch nochmal erwähnt haben, die sich nicht gebeugt haben dem System des Antichristen und so weiter, die sind noch mit Teil dieser ersten Auferstehung. Und danach ist die erste Auferstehung ist dann vorbei. Und wir erinnern uns vielleicht nur mal zur Erinnerung in 1. Korinther 15, Vers 22 bis 24. Da hatten wir schon mal gesprochen an anderer Stelle in der Offenbarung. Ich erwähne es deshalb nur noch mal kurz. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Also Ordnung in Form von Reihenfolge, bestimmte Gruppierungen, die ich jetzt vorhin auch genannt hatte. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Also wir sehen hier eine Abfolge in diesem Vers hier. Das sind verschiedene Ordnungen, verschiedene Gruppen. Und das ist hier damit gemeint. Und dann im Kontrast dazu ist die zweite Auferstehung. Das sind im Prinzip alle Menschen, die in Sünde gestorben sind oder die sich dem Antichristen untergeben haben und so weiter. Aber die in ihren Sünden gestorben sind, die den Herrn nicht angenommen haben, nicht dem Herrn folgten, die sind in der zweiten Auferstehung dabei, die aber erst nach den 1000 Jahren stattfindet und nicht am Anfang oder in der Mitte oder so, sondern zum Ende des 1000-jährigen Reichs. Versteht ihr das? Ja, trotzdem. Gut. Ja. Ganz, ganz kurz, ich wiederhole die Frage, damit es auch die Leute mitkriegen, die Aufnahme haben. Also in dem 1000-jährigen Reich wird da Jesus auch zu sehen sein oder werden sie es mitbekommen, dass er da ist, auch die anderen Nationen und so weiter. Ne? Was noch? Ja. Ja, natürlich, genauso wie wir. Da ist zwar ein unsichtbarer Gott, er bleibt trotzdem Gott, aber hier ist halt die Offenbarung, genau dort, wo er sie haben will, ja, in Jerusalem. Und der Teufel, das ist durch die Jahrhunderte hindurch, verfolgt die Juden und will auch Jerusalem regieren. So.
die werden den Herrn sehen, weil die müssen ja auch kommen, um ihn anzubeten. Anbetung hört da nicht auf, denke ich mal. Und das heißt, und regiert, in Vers 4 ist es noch, und regiert mit Christus 1000 Jahre. Und wenn auch von Christus die Rede ist, dann ist von dem Gesalbten die Rede, dann ist das dieser Messias. Und der Messias ist sichtbar. Das ist, wir, die Leute dort und wir alle, wir werden den Herrn dann sehen in seinem verherrlichten Leib. Als er auferstanden ist von den Toten, hatte er ja einen verherrlichten Leib. Und dieser verherrlichte Leib war ja sichtbar, weil die Jünger haben ihn ja sehen können und so weiter. Aber mit diesem verherrlichten Leib ist er ja einfach mal durch die Tür marschiert oder durch eine Wand und so weiter, problemlos. Aber es war ein sichtbarer Leib für die Menschen. Und daher bin ich auch der Meinung, dass er dann auch da sichtbar ist, weil er allein schon so beschrieben wurde. Habe ich ja Glück gehabt. Und wir werden, weil wir auch einen solch verherrlichten Leib haben, befähigt durch den Heiligen Geist, ne, ist unser Leib, das müssen wir verstehen, wir werden Christus ähnlich sein oder wie der Herr sein. Das heißt, unser Leib wird, dieser verherrlichte Leib, wird der gleiche verherrlichte Leib sein, den Gott sich gemacht hat in Jesus Christus. Das heißt aber nicht, dass wir Gott gleich sind in allen Attributen, sondern in diesem verherrlichten Leib sind wir ihm auf jeden Fall mal gleich. Und dass wir geheiligt sind, und das auch nur durch seinen Geist ist das hier bewirkt. Aber die anderen Attributen, dass wir dann alle Macht auch hätten und so weiter, wäre ja ein logischer Widerspruch. Es kann ja nur einer geben, der alle Macht hat. Ja, das und ist die Frau, wir sind die Braut Christi. Genau. Oh je. Super. Ja. Und dann springen wir mal weiter, ne? Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird aufziehen und verführen die Völker Vers über auf an den 4 Enden der Erde. Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Ja, da kommen wir zu den nächsten beiden Begriffen, Gog und Magog. Und das Wichtigste ist hier, dass wir sehen, dass wenn die 1000 Jahre vollendet sind, am Anfang habe ich immer gedacht, das wäre Armageddon, was hier ist. Und das ist nicht Armageddon, das ist was anderes. Hier kommen die Nationen direkt gegen Jerusalem, direkt gegen Israel hier. Und der Herr wird sie sammeln, Gott wird sie ziehen. Der Geist Gottes wird so wirken, dass jeder, der rebellisch ist gegen Gott und kämpfen will gegen Gott, oder dem das nichts ausmacht, Leute umzubringen, die werden alle gezogen werden von seinem Geist und er wird sie dort richten. Ja. Wir haben gesehen im 19. Kapitel, der Antichrist, getrieben natürlich von dem Teufel und so weiter, sammelt die Menschheit, die Leute, die sich ihm anschließen, gegen die Juden und der Herr vernichtet sie. Wir haben ja gesehen, das blutige Schlacht und so weiter, das ist die Schlacht und Armageddon. Und das ist aber nicht die letzte große Schlacht, die stattfindet, sondern jetzt hier, dieser Kampf ist der letzte Kampf. Weil jetzt ist es so, es ist nicht der Antichrist, der jetzt gesammelt hat, sondern es ist jetzt Satan selbst, der diese Völker, die in dem tausendjährigen Reich lebten und rebellisch wurden und so weiter, der sie versammelt hat und sie ziehen gegen die Heiligen und auch gegen Gott natürlich. Und der Begriff Gog und Magog soll heißen, dass es das beinhaltet, alle, die gegen den Herrn gehen. Das sind keine bestimmten Fürsten und Könige, die das dann machen werden, sondern alle, wie es in einer Schlacht in Hesekiel in 38 und 39 Kapitel auch beschrieben wurde. Wir haben einen Leiter und sein Land über das regiert. Hier haben wir Luzifer, der über die Seinen sozusagen, die er verführt hat, regiert und sie verführt gegen den Kampf. Und all diese, die er da gesammelt hat, mit ihm zusammen, fallen unter diesen Begrifflichkeit Gog und Magog. Steht ja in Vers 7. Zu verführen die Völker, Mehrzahl, an den 4 Enden der Erde, das weltweit. Und die Zahl ist wie Sand am Meer, also die kannst du nicht zählen, aber ich kapiere es einfach nicht.
wie ein Mensch denken kann, dass er gegen Gott gewinnen kann, nach den 1000 Jahren Friede und alles. Es ist mir unverständlich, dass die Leute so verblendet sein können. Ja. Und dann heißt es in Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie wurden gequält und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vorhin haben wir es ja schon gesagt, am Ende von Armageddon, da wird das Tier, der Antichrist, und der falsche Prophet, sie werden lebendig in diesen feurigen Pfuhl geworfen. Der Teufel wird gebunden in dem Abgrund, dann kommt er nach 1000 Jahren wieder raus, macht sein Ding und dann begrüßt er den Antichrist und den Propheten, die schon 1000 Jahre vorher vor ihm in diesem Pfuhl waren. Und dann ist dort das Finale, die Ausführung des Urteils über Satan ist jetzt final ausgeführt worden. Denn Satan, als er sich gegen Gott rebellierte, da wurde ja schon das Urteil über ihn gesprochen, aber das Urteil wurde noch nicht vollstreckt. Und hier ist das Urteil jetzt vollstreckt worden, endgültig. In dem Pool. Preis Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das müssen wir auch predigen. Amen. Und dann kommen wir zu dem großen Gericht. Ne? 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Mensch, was das für ein Ausdruck ist. Und es wurden keine Städte für sie gefunden. Ja, das ist der Tod, was in den weiteren Versen drin ist, ist das Ende vom Tod. Der selber wird in den Pfuhl geworfen. Der Vers 14, der Toten sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, wurde er geworfen in den feurigen Pfuhl. So, das ist das Ende des Todes und das Ende seines Reiches, weil er reingeworfen worden ist und das Totenreich auch. Was ist das Totenreich? Das sind die, die tot sind, geistlich tot sind, die kein Leben wollten, die Gott nicht wollten, und das ist das Totenreich. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und das ist halt traurig, das ist kein Grund jetzt zur Freude, aber wir sind froh, wenn der Tod vorbei ist. Wenn es keinen Tod mehr gibt, preis Gott. Amen. Vers 12, also zuerst in Vers 11 haben wir gesehen, und die Erde flohen, Himmel und so weiter. Das ist natürlich eine symbolhafte Sprache, um zu zeigen, was für eine Macht und Majestät derjenige hatte auf dem Thron. Das ist so arg, dass du eigentlich gar nicht hinschauen möchtest, weil der Herr so mächtig ist. Und es ist nahezu nicht zu ertragen. Das, ja, der Paulus war ja auch geblendet, blind für drei Tage, als er das Licht gesehen hat. Genau. Und dann haben wir hier zwei Bücher, die erwähnt werden. Oder sagen wir mal ein Buch und Bücher, so rum. Und zwar einmal haben wir das Buch des Lebens. Und dieses Buch entscheidet darüber, ob jemand errettet oder verdammt wird. Das heißt, unser Name muss darin enthalten sein. Wenn dein Name im Buch des Lebens ist, bist du dabei. Bist du bei dem Herrn, bei der Entrückung, alles gar kein Thema. Und diejenigen, die hier gerichtet werden, das sind diejenigen, deren Namen nicht in dem Buch drinstehen. Weil wir werden jetzt schon gerichtet. Das Gericht Gottes fängt an im Hause Gottes. Es geht jetzt schon los. Wir müssen jetzt schon richtig leben. Unsere Werke, unsere Art und Weise, wie wir leben, wird jetzt schon beurteilt und gerichtet werden. Und wenn wir in der Entrückung dabei sind, dann preist den Herrn, dann ist alles gut gelaufen. Weil wenn wir nicht in der Entrückung dabei sind, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Dann steht unser Name wohl nicht mehr in dem Buch des Lebens drin. Und dann das andere ist Bücher. Diese Bücher enthalten die Gebote Gottes. Also wie ein Mensch leben soll.
Und schlussendlich, ich glaube auch Bruder Simo hat es doch gesagt, was sind das wohl für Bücher? Das ist die Bibel, das sind die Schriften, die wir haben als Bibel bei uns jetzt bekannt. Und darin, nämlich in der Bibel, da sind ja die Gebote drin. Und unsere Werke werden anhand dieser Gebote abgeglichen, ob wir so oder diejenigen, ob die so gelebt haben, wie es in der Bibel drin steht, wie es Gottes Wille ist. Und dann wird eine Strafe auferlegt. Das heißt, sie werden nach ihren Werken bestraft. So dieser Blödsinn, Gott interessiert sich nicht dafür, was du tust, sondern sei einfach gut oder sowas, das ist Blödsinn. Wir können nur gut sein durch den Herrn. Niemand ist gut als der Herr. Durch ihn werden wir gut und heilig. Aber dieses Gutsein beinhaltet, dass wir dann auch seinen Willen tun, dass wir dann also auch Werke vollbringen, gute Werke. Der Herr richtet nach den Werken. Und hier sehen wir auch, jetzt werden die Sünder, die da sind vor dem Herrn, die hochgekommen sind vor diesem großen weißen Thron, die werden jetzt bestraft nach ihren Werken. Das heißt, diese Stelle impliziert oder sagt aus, dass die Schwere der Strafe von ihren Werken abhängig ist. Das heißt also, die Menschen, die Sünder, die gerichtet werden, es gibt verschiedene Stufen der Strafe, verschiedene Intensität der Strafe, weil Gott ist gerecht. Gott wird jemand, der, ich mache krasse Beispiele, ein Serienmörder ist, bestrafen, genauso wie jemand, der ein Lügner ist. Aber derjenige, der ein Serienmörder ist oder gar, was weiß ich, ganze Volksgruppen auslöschen möchte, nehmen wir mal Hitler, der wird schwerer bestraft werden als jemand anderes, der nur Notlügen von sich gegeben hat. Aber eines ist bei beiden gleich. Die Dauer der Strafe ist für alle die Ewigkeit. Die Dauer der Strafe ist für alle die Ewigkeit. So, es wird nach den Werken geurteilt und gerichtet. Und wir sehen das ähnlich auch für uns, wenn wir zu dem Herrn kommen. Wir werden auch beurteilt und gerichtet werden nach unseren Werken, den guten Werken, die wir getan haben. Was tun wir wirklich für den Herrn, für sein Reich, für sein Wille? Das heißt nicht umsonst, wir sollen Schätze im Himmel sammeln und nicht unten auf dieser Erde. Das heißt, unser Fokus ist auf das Jenseits gerichtet und Es heißt nicht, dass wir unsere Erlösung erarbeiten. Das ist vom Herrn, das können wir nicht erarbeiten. Aber wir können uns weitere Schätze sammeln im Himmel, wenn wir für den Herrn unser Leben einsetzen. Und auch da werden unsere Werke beurteilt werden. Die guten Werke. Ne? Wenn jemand wissen will, ob er im Buch des Lebens steht, wie beurteilst du das? Woher willst du das wissen? So ganz einfach. Bist du wiedergeboren und hast du das Leben in dir? Wir haben die Ewigkeit in uns. Durch den Heiligen Geist. In uns brennt das Licht, in uns brennt die Flamme des Lebens. Christus. Und der gibt dir Gewissheit, dass du ewiges Leben hast. Das Einzige, was noch nicht passiert ist, wir sind noch nicht verwandelt worden, aber die Verheißung, das Siegel haben wir, solange wir mit Gott gehen. Und das ist das Tolle. So halt fest, mach weiter, gib nicht auf, du siehst hier, wer gewinnt. Preis Gott, sind die, die treu sind, die werden gewinnen. Preis Gott, manchmal hat Gott eine Zeit, er hat eigentlich immer seine Zeit, aber er will sehen, ob wir treu bleiben, auch wenn wir manchmal Schwierigkeiten haben, zu glauben oder was anderes. Mhm. Wir sehen auch in diesem Kapitel noch, dass keiner wird diesem Gericht entkommen können. Ob sie im Meer ertrunken sind, das Meer wird seine Toten hervorgeben, ob sie irgendwo in der Erde sind, wird ebenfalls hervorgeben und so weiter. Auch das Verbrennen des Leichnams von den Sündern und so weiter, wird sie davor dich retten. Der Herr führt alles wieder zusammen. Ich meine, was sollen denn die Leute machen in 9-11?
die in dem Hochhaus verbrannt sind. Was sollen denn die Leute machen, die beim Flugzeug abstürzt oder sonst irgendetwas komplett in Flammen aufgehen? Ist dann der Körper verloren? Nicht für den Herrn. Der Herr sammelt alles, zack, hat ja Adam und holt sie alle wieder aus dem Staub der Erde. Genau, ja. Und das ist faszinierend. Stell dir mal vor, jemand ist Asche und es ist überall verteilt, diese ganz, ganz kleinen Partikel. Und der Herr weiß, wo jedes einzelne Partikel ist. Und selbst wenn wir dann in den atomaren Zustand gingen würden, auch das weiß er alles, kann alles wieder rückgängig machen und zusammenführen. Das ist eine Macht, die ist unvorstellbar. Deshalb sagt er den Juden, ihr kennt Gott nicht und die Kraft Gottes auch nicht. Amen. So, gehen wir mal schnell ins 21. Kapitel. Wir wollen noch zu 22 auch noch kommen. Wir haben ja noch 10 Minuten. Ja, das schaffen wir. Ein Prediger hat mal gepredigt von der Entrückung und hat gesagt, was die vielen Märtyrer, die in Rom verbrannt worden sind und jetzt alle zu Staub und Sand sind und zwischen den Katakomben sind, wenn der Herr die ruft in der ersten Auferstehung, die für ihn gestorben sind und alles, dann wird es ein Riesenbeben geben und Rom, das wird auseinanderfallen, weil die ganze Asche und die Menschen, die dort umgebracht worden sind, ja, die gehen raus. Ja. Preis Gott, okay, das neue Jerusalem. 21. Kapitel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jetzt sind wir endlich da, wo wir hinwollen. Ne? Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ich möchte ganz gern erst noch auf den ersten Vers mit eingehen, neue Himmel, neue Erde. Ich habe da mal einen interessanten Vergleich gelesen, das wollte ich mit euch mal teilen. Und zwar, hier können wir eigentlich sagen, dass nun auch die Wiedergeburt der Erde abgeschlossen ist. Wir haben einmal die Erde, wie der Herr sie geschaffen hat am Anfang, wie er das Paradies hineingesetzt hat und so weiter. Dann hinterher wurde diese Erde mit Wasser getauft. Sie ist in Sünde gefallen und sie wurde getauft in der Sintflut. 2. Petrus 2, 4 bis 5, erstmal das. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden, und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und dann am Ende von dem Millennium, von dem tausendjährigen Reich, wird die Erde mit Feuer getauft. In 2. Petrus 3, ich lese die ganzen Verse ruhig vor, 7 bis 13, 2. Petrus 3, 7 bis 13, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart, für das Feuer bewahrt, für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Hier reden wir nach dem tausendjährigen Reich. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Das ist diese große Strafe. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist die Sehnsucht und das Ziel, diesen neuen Himmel, diese neue Erde dort zu sein. Und in diesem neuen Himmel und diese neue Erde gibt es 2 Gruppen. Kommen wir auch gleich dazu. Und ich hörte eine große Stimme, Vers 3 bin ich, red mal weiter. Oder wolltest du noch was hinzufügen? Ich sah die heilige Stadt, Neue Jerusalem, herabkommen, ist das? Das hatte ich schon.
Ja, okay. Oder wollt ihr dazu was sagen? Ich hörte eine große Stimme, nee. Mhm. Von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte, was steht denn bei dir? Auch. Auch Hütte. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste, alles das Sündhafte und alles, was der Konsequenz der Sünde ausgesetzt war und dem Fluch der Sünde, ist nicht mehr da. Der Fluch, der über der Erde war, der Alten. Ja. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. So wie er uns neu gemacht hat, hat er die Erde neu gemacht. Wir sind eine neue Kreatur geworden und die Erde ist komplett neu geworden. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und so weiter. Jetzt listet er einige auf und so weiter, die da keinen Zugang haben werden zu dem neuen Himmel und zu dieser neuen Erde. Die sind vorher schon gerichtet worden. Hier wird es einfach nur nochmals aufgegriffen, wer das alles sein wird. Und, das ist eine Ermutigung, Vers 7. Wer überwindet, der wird alles ererben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Amen. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Amen. Preis Gott. Und dann geht es weiter. Ich mache ein bisschen schneller, jetzt versuche ich mal ein bisschen. Mhm. Er sagt dann hier, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Vers 10, und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. So hier wird dieses himmlische Jerusalem, das heißt, ich zeige dir die Braut und dann sieht er das himmlische Jerusalem. Damit ist gemeint, das himmlische Jerusalem bestehend aus seinen Einwohnern, wo wir mit sind. Wir sind zusammen die Braut Christi. Wir sind in dem himmlischen Jerusalem. Da sind wir. Wir sind innerhalb dieser wunderschönen Stadt, die es dann geben wird, mittendrin mit dem Herrn zusammen. Ja, und das ist Gottes Hauptquartier vom Universum. Vom ganzen Universum, von diesem neuen Himmel, Universum und Erde. Wahnsinn. Ja, wir haben ja auch, wenn du siehst, wir haben immer diese Dualität. Wir haben immer das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir haben immer das Irdische und das Außerirdische, außerhalb der Erde Befindliche. Und über das ist der Herr. Und wir dürfen mit ihm als seine Braut sein. Das ist was Besonderes, weil ich denke auch, dass es in dem Falle so besonders ist, dass wir als seine Braut Zugang haben zu himmlischen Sphären, die anderen nicht haben. Was für eine Ehre, was für ein Privileg das ist. Dann wird hier die Stadt natürlich beschrieben, die ganzen Tore, aus einer Perle besteht so ein Tor und so weiter, die Edelsteine und alles wunderbar. Und wir sehen auch die Grundsteine, auf denen die 12 Namen der Apostel des Lammes standen. Wir sehen hier, wenn wir uns das genau anschauen, dann sehen wir, dass in dieser Stadt enthalten sind die Propheten und so weiter aus der Vergangenheit, aus dem Alten Testament, aber auch die 12 Apostel aus dem Neuen Testament. Und die sind dort mit in dieser Stadt drin. Die gehören mit zu den Einwohnern dieser Stadt. Das ist Wahnsinn. Und dann wird beschrieben, wie groß, wie lang, wie breit und so weiter diese Stadt ist. Die ist enorm, um das mal jetzt kurz... groß genug kurz für uns alle. Für uns passt auf jeden Fall. Und dann hat er im Vers 22, ich bringe so weit mal runter, und ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Aber hier wieder diese Beschreibung, er und das Lamm, es sind nicht zwei verschiedene, es ist der lebendige Gott, der erkennbar ist durch seine verherrlichte Gestalt des Lammes. Und der Tempel ist ja ein Platz der Versöhnung.
von der Sünde zu Gott, dass die Sünde weggetan wird und dass wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Aber hier ist kein Tempel notwendig, denn wir haben die Sünde überwunden, sonst wären wir nicht da oben. Amen. So, wir müssen halt uns frei halten weiterhin von der Sünde. Weißt du mehr? Und wenn wir, genau, ja. Und wenn wir dann dort sind, findet wie im Tempel natürlich auch die Anbetung statt. Aber es findet jetzt keine Buße und Versöhnung mehr statt, weil das ist erledigt, ist ja nicht mehr da. Ist ja alles besiegt und vernichtet worden. Daher hat der Tempel mit seinem Zweck der Versöhnung ist nicht mehr notwendig ausgedient. Ja. Aber du siehst, wie am Anfang der Mensch gefallen ist, wo der Teufel gedacht hat, jetzt habe ich ihn, und Gott hat einen Weg gemacht durch die Jahrtausende hindurch, wo Menschen doch errettet werden können, die ihn suchen. Amen. Und dann heißt es, dass diese Stadt bedarf keine Sonne, kein Mond und so weiter, weil die Herrlichkeit Gottes erleuchtet diese komplette Stadt. Und diese Licht wird wahrscheinlich noch weiter hinausgehen, nicht nur in dieser Stadt. Das ist jetzt, es ist hier nicht klar und deutlich zu erkennen, das ist Spekulation, ob jetzt auf der restlichen Welt, ob es da noch Tag und Nacht gibt in der Form oder in einer Art anderen Form, das mag sein, aber in der Stadt selbst ist das nicht der Fall. Da ist es ewig hell, die Herrlichkeit Gottes. Bedeutet auch für uns, dass wir in unserem verherrlichten Leib nicht müde werden. Wir brauchen keinen Schlaf und sonst sowas. Das hat sich erledigt. Und dann geht es in Vers 24 aber weiter. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Das heißt also, auf dieser neuen Erde gibt es Völker. Und es gibt auch Könige und so weiter. Und die dürfen in die Stadt hinein. Die sind keine Bewohner der Stadt, aber sie dürfen hinein in die Stadt. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Also sie werden regelmäßig zu dieser Stadt kommen, um dem Herrn auch direkt in dieser Stadt zu huldigen und ihn anzubeten. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Also auch diese Menschen, diese Völker, die dort leben, die sind nicht unrein, weil es gibt, wie gesagt, Sünde und sowas gibt es nicht mehr. Und die haben dort auch Zugang und sind dementsprechend auch in dem Lebensbuch verzeichnet. Und dann kommen wir ins 22. Kapitel. Oder wolltest du noch was zum 21 sagen? Nee, ich habe gedacht, mir wäre schon die ganze Zeit sind guck ich hier auf 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte jeden Monat und so weiter. Und dann heißt es, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker, Vers 2. Und das ist auch so ein Punkt, weshalb ich gesagt habe, wir haben im Prinzip zwei Gruppen. Wir haben einmal die Bewohner der Stadt, die Braut Christi und so weiter. Und dann haben wir diese Völker auf dieser Erde, ein physisches Volk. Unter anderem auch gehören die Juden zu dem physischen Volk. Der Thron Davids wird für immer regieren und bestehen. Unter einem neuen Himmel, neue Erde in dem Fall. Und der Herr nimmt diesen Platz ein und regiert. Das Volk oder die Völker in dem Fall, die jetzt noch auf dieser Erde sind. Und jetzt ist die Frage, wenn wir, wie es heißt, auferstehen mit dem Herrn und unsere Leiber ziehen an Unverweslichkeit, was brauchen wir dann Blätter für Heilung? Was brauchen wir dann oder warum müssen wir dann von Bäumen des ewigen Lebens essen, wenn wir unverweslich und ewig leben existieren? Ja? Aber kannst du dich erinnern, ganz am Anfang in der Schrift, Adam und Eva, sie haben den einen Baum gewählt, gut und böse. Und dann hat der Herr sie aus dem Paradies verbannt und hat gesagt, dass sie nicht auch noch von dem Baum des Lebens essen, weil das würde sie nämlich befähigen, weiter zu leben, immer wieder. Und dann wurde dieser Baum sozusagen weggenommen, wurde entwurzelt und diesen Baum und mehrere Bäume davon finden wir jetzt auch hier
auf dieser neuen Erde. So diejenigen, die sich auch im Millennium, in dem tausendjährigen Reich, bewährt haben und sind nicht gegen die Heiligen gefolgt und werden errettet, werden dadurch auch, weil sie werden nicht alle gegen uns kommen, die werden leben dürfen in diesem neuen Himmel, neue Erde. Und diejenigen haben keinen verherrlichten Leib, wie wir es haben. Sie haben eher einen Leib, wie es anfangs war bei Adam und Eva. Und die müssen von diesem Baum des Lebens essen, um weiter existieren zu können. Und das werden sie tun. Sie werden einen körperlichen Leib haben, der in der Art ist, wie es auch zu Zeiten von Adam auch war. Denn Adam war kein Geisteswesen, war auch kein verherrlichtes Wesen, sondern es war ein Mensch. Und das ist eine Menschengruppe, die nicht mehr unter dem Fluch der Sünde lebt. Die haben das nicht mehr. Und durch den Herrn, durch die Ströme des lebendigen Wassers und durch die Bäume, die da sind, können sie auch weiter, immer wieder weiterleben. Und das werden sie auch tun. Die wären ja blöd, wenn sie es nicht täten. Das werden sie tun. Und da siehst du wieder diese zwei Gruppen. Und wenn der Tod nicht mehr sein wird, dann wird auch da nicht mehr sein. Ja. Das wird alles dann weg sein. So, da beginnt ein ewiges Zeitalter. Ab diesem Punkt hier, wenn der Herr alles neu macht. Amen. So, und dann geht es weiter mit, ja, der Herr kommt. Hm? Ab Vers 6. Die eine koche und die andere esse. Die einen gehören zur Braut Christi, sind die, die alle wiedergeboren worden sind aus Wasser und Geist, die verwandelt worden sind, die den herrlichen Leib angenommen haben. Und die anderen haben das nicht, die da sind, die sich bewährt haben zwar, aber die leben auf dieser Erde. Und die haben noch Gnade von Gott bekommen und die dürfen da auch weiterleben. Ja klar, die sind sehr zufrieden. Wenn die wissen, wo die andere ist, die werden sehr zufrieden sein. Denen würde es sehr gut gehen. Auf jeden Fall. Mir wäre dafür Sorge, dass es denen gut geht, Tamara. Und dann haben wir hier, ab Vers 6 geht es dann los, hier mit dem Gedanken, der Herr kommt. Es heißt auch, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott des Geistes, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Hier wird einfach nochmals, wie am Anfang in dem Buch der Offenbarung nochmals gezeigt, dass alles, was von Anfang bis Ende in dem Buch hier geschrieben steht, in der Offenbarung, ist von Gott, kommt von Gott. Und dann heißt es, sieh, ich komme bald, selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Aber damit ist nicht nur dieses Buch gemeint, generell, wenn wir die Schrift lesen, in anderen Stellen heißt es nämlich auch, dass wir die Worte des Buches nicht hinzutun und wegtun sollen. Damit ist im Prinzip sein ganzes Wort gemeint. Das sollen wir nicht hinzutun und wegtun. Ja, die Bibel. Die Bibel. Und er sagt auch hier, Vers 10, Herr, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, die Zeit ist nahe. Das hat er extra, das heißt, versiegelt nicht, das heißt, es ist uns nicht geheim. Deswegen haben wir die Offenbarung, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Das hat der Herr uns nicht vorenthalten. Seiner Braut. Ja. Und dann nochmal schön in Vers 13. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die Lüge lieben und tun. Hier ist wieder der Kontrast zu denjenigen, die gerettet werden und denjenigen, die nicht gerettet sind. Und hier auch ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Herr hat alles bezahlt für uns. Der Sieg ist den Überwindern verheißen. So, wir sind noch nicht angekommen, aber wir müssen gucken, dass wir ankommen.
Genau, mit Vers 20 und 21 endet das Ganze hier. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Hier sehen wir, Jesus, der Herr sagt, ich komme bald. Und die Reaktion vom Johannes und auch unsere Reaktion ist Amen. Mit anderen Worten, so sei es, ja, komme, Herr Jesus. Unser Verlangen ist das, unsere Amen. Sehnsucht. Und dann die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen. So bleib treu, vermassel nicht deine Erlösung. Bleib der Gemeinde treu, egal was für Stimme du hörst, egal was für einen Kampf du hast, bleib treu. So, preis dem Herrn. Amen. Dein Bruder, hast preis gut den gemacht. Herrn. Ja, aber gut gemacht. Amen. Halleluja. Wir haben es geschafft, ein bisschen über der Zeit, aber hey, wir haben es geschafft. In der Ewigkeit spielt es alles keine Rolle mehr. Eins will ich noch sagen, ist, es gibt Lehrer, die sagen, dass der Teufel am Ende auch noch erlöst wird und Vergebung bekommt. Vergiss es, der kriegt nichts. Der kriegt einen auf den Deckel und das war's. Amen. Preis den Herrn. Dann lass uns mal aufstehen, Amen. Lass uns mal dem Herrn danken. Herr Jesus, wir danken dir. Halleluja, Jesus. Danke für alles, deine Treue. Deine Liebe, deine Gnade, Herr Jesus. Wir danken dir, Herr Jesus, der Weg, den du gemacht hast.